So, ein weiteres Unboxing-Video hier auf meinem Kanal von Abenteuer Brettspiele. Diesmal wieder ein Spiel von Asmodee, denn ich habe von der Pate ein Rezensionsexemplar bekommen und habe gleich, als ich es im Paket hatte, die Verpackung abgerissen und fiel mir ein, oh, du willst ein Unboxing machen. Von daher reingeschaut habe ich noch nicht, das mache ich jetzt im Video. Aber wenigstens muss ich jetzt nicht mehr die Folie abfummeln. Ja, man sieht gleich, worum es geht. Der Pate ist natürlich ein Lizenzprodukt sozusagen. Es wurde von Simon gemacht und von Erik M. Lang, den sicherlich viele kennen. Ja, das Spiel kam einerseits natürlich erstmal gut an, weil das Thema natürlich viele interessiert hat. Der Preis hat dann leider den einen oder anderen abgeschreckt. Und auch ich muss sagen, 80 Euro ist natürlich für ein Brettspiel, das jetzt nicht unbedingt so mit riesigen Miniaturen, zumindest wie es ich bisher gesehen habe, das werden wir ja gleich sehen, daherkommt. Ganz schön eine Menge, aber na gut, hier muss man sicherlich auch in gewisser Weise die Lizenz mit bezahlen. Wir werden mal reinschauen und mal schauen, was denn so erhalten ist. Also es ist auf jeden Fall eine recht dicke Box, eine recht hohe Box, wie man hier sehen kann und eben auch ganz schön gestaltet, thematisch passend halt. Und als erstes haben wir dort wie oft die Anleitung. Und die, die ist natürlich auch schön gestaltet mit offensichtlich Zeichnungen und Bildern aus dem Film. Ich weiß es nicht so genau. Hier haben wir dann eine Übersicht der Spielmaterialien. Es sind schon einige Miniaturen dabei. Wir werden nachher mal sehen, wie groß die sind und wie gut die aussehen. Dann den Spielüberblick. Also die Gestaltung ist natürlich schon mal großartig, muss ich sagen. Das gefällt mir natürlich auf jeden Fall sehr. So die einzelnen Zeichnungen der Gangster. Dann hier natürlich auch der Spielaufbau, was wo hinkommt. Der Spielplan an sich, Erklärungen, was benachbarte Gebiete sind, wie der Spielablauf ist. Also doch schon recht dick, aber man sieht ja auch, es sind viele Bilder und vieles natürlich detailliert erklärt, was die Figuren machen und so weiter. Schöne Sache. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Die Anleitung sieht auf jeden Fall hochprofessionell aus. Und dann haben wir hier schon den ersten Standsbogen, und zwar sind das einzelne Gebäude, die man dann auf dem Spielfeld platzieren kann. Es gibt feste Gebäude und feste Dinge, die es gibt, aber es gibt eben auch verschiedene Gebäude, die man dann je nach Spiel separat wieder anders platziert, und damit ergibt sich natürlich auch der Spielplan, dass der immer ein bisschen anders ist, so ein bisschen Abwechslung bietet. Das finde ich schon mal gut. Das ist immer schön. Und dann haben wir gleich hier das Haupt. Immer wieder natürlich der Haupt- und Dreh- und Angelpunkt des Spiels, nämlich die Karte. Und hier haben wir Manhattan. Und zwar haben wir den Hudson River. Hier drüben ist Brooklyn und Queens. Und hier haben wir natürlich direkt Manhattan mit der Wall Street, Chelsea, Midtown und der Central Park. Also alle die Dinge, die man kennt, natürlich aus der Zeit, der Pate spielt. Das heißt, thematisch schön, aber eben auch mit Gebäuden, Orten, die natürlich der Zeit entsprechen. Und hier auf diese Felder kommen dann gegebenenfalls andere Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob die am Anfang des Spiels gelegt werden oder ob das direkt Spieler legen können. Und dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, noch am Rand Verbündete und hier auf der rechten Seite Job. Das heißt, hier werden natürlich noch Karten ausgelegt, die bestimmte Dinge ermöglichen. Und dann sieht man auch hier oben, das orientiert sich am Film auch, Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4. Das heißt, das Spiel geht auch durch so vier verschiedene Akte, die sich an dem Film orientieren. Das ist thematisch schon alles cool gemacht, keine Frage. Und ja, also hat mir auch schon gefallen, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Ja, und jetzt kommen wir hier dazu. Das hat natürlich auch ein schönes Inlay. Das heißt, hier haben wir bis zu 5 Spieler, können ja mitspielen. Und jeder Spieler bekommt ja so eine niedliche kleine Kofferbox, in der man dann später das Geld reinpackt. Das ist nett gemacht. Ob das jetzt hätte sein müssen, ich hoffe nicht, dass das jetzt den Preis so hoch getrieben hat. Aber es ist natürlich eine nette Sache. Ja, und dann hat jeder Spieler halt auch noch Geld. Ob das jetzt immer dasselbe ist oder ob es dann hier höher geht. In anderen Bereichen, ja, sind dann andere Karten. Das gucken wir uns gleich an. Das sind auf jeden Fall die Geldbeträge, die dann entsprechend in diese Box reinkommen. Und dann gibt es natürlich noch andere Karten.
Und zwar haben wir hier dann bestimmte Aktionskarten, die bestimmte Sachen erlauben. Was das jetzt ist, kann ich natürlich in dem Fall nicht sagen. Aber die bestimmte Aktionen bedeuten, und hier hat man dann nochmal zum Beispiel ein Angebot, alle Spieler legen je eine Karte ab. Du darfst eine davon in deinem Koffer deponieren, also auch bestimmte Aktionen, die man durchführen kann und die natürlich auch alle an den Film orientiert sind. Wo es Kritik gab, ist diese Illustration. Man sieht jetzt, das ist sicherlich irgendwo im Stil ein bisschen gehalten von der Pate, von dem Logo des Paten mit diesen Schnüren der Marionette und den stilistischen Darstellungen dieser Gegenstände. Aber da haben natürlich manche gesagt, oh, das sieht ein bisschen zu billig aus. Ich denke mal, insgesamt zum Spiel würde es schon passen. Aber ich hätte jetzt sicherlich auch nichts gegen eine etwas schönere Illustration gehabt. Hier hat man dann wieder den Paten, was auch vielleicht in dieser Menge hätte etwas noch anders sein können. Weiß man jetzt nicht, ob da vielleicht gerade bei den Karten, zumindest bei der Gestaltung, noch ein bisschen mehr Effort hätte reinfließen können. Aber im Grunde genommen, ich denke mal, wichtig ist ja, dass es spieltechnisch passt und funktioniert. Und hier sind noch mehr Aktionskarten und noch mehr Geld und so weiter. Ja, und dann kommen wir eigentlich fast zu dem Wichtigsten des Spiels, denn gibt es natürlich auch Miniaturen und die gucken wir uns natürlich auch mal an. Dann müssen wir die erstmal hier lösen. Und da haben wir ja eine Menge Miniaturen und die sind dann doch fast größer, als ich das erwartet hatte und gefallen mir schon mal ganz gut. Natürlich ist auch in der Größe der Detail gerade jetzt nicht zu vergleichen mit einem Blood Rage oder mit einem Rising Sun, aber das sind halt Gangster mit Gewehren und ich denke, das ist hübsch gestaltet. Also da kann man jetzt nicht wirklich meckern. Natürlich auch noch hat jeder Clan oder jede Mafia-Familie ihre eigenen Figuren, die wirklich niedlich vielleicht nicht, aber nett, wirklich gut aussehen. Die begabten Miniaturenmaler können da sicherlich auch noch eine Menge rausholen. Das betrifft mich jetzt überhaupt nicht, denn da bin ich gar nicht gut. Aber das sieht gut aus und ich finde, die Miniaturen können sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann haben wir hier noch andere von anderen Mafia-Familien. Aber auch hier durchaus ja, neutrale Figuren. Ja, ein Polizist, so wie das aussieht. Irgendwelche Geschäftsleute. Und davon gibt es schon eine ganze Reihe. Und dann noch sowas wie der unvermeidliche Pferdekopf. Und ein Auto, was durchaus der Schwarzspielermarker sein könnte. Ich habe keine Ahnung, oder für irgendwelche anderen Dinge zur Verfügung steht. Ja, das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Und das war es schon fast. Wir gucken noch mal kurz in die Box. Hier haben wir noch mal verschiedene Möglichkeiten, eben Sachen reinzumachen. Verschiedene Halterungen. Hier haben wir noch Marker, die sicherlich die Gebietsansprüche im Manhattan dort ja, zeigen, denn es geht eben vor allem darum, hier solche Gebiete zu markieren und in irgendeiner Form zu beanspruchen, um dann die Gebäude und die Fähigkeiten nutzen zu können in diesen Bereichen. Aber spielerisch werde ich mir das natürlich zeitnah auf jeden Fall nochmal anschauen. Das soll es mit dem Unboxing von Der Pate gewesen sein. Die Ausstattung ist in Ordnung. Ich denke, hier hat man auf jeden Fall von den Miniaturen her mehr als bei dem normalen Durchschnittsbrettspiel. Und man hat eben ein Spiel, wenn man Fan ist des Themas, Fan der Filmtrilogie, dann ist das sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man sagt, man greift ein bisschen tiefer in die Tasche. Auf jeden Fall, das war es mit dem Unboxing von Der Pate, Corleones Imperium. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.